Ja, hergekommen, Mann. ruhig. Es ist zu spät zum Ich Verhandeln. bin Langweil hier. mich nicht, Mann. Geh weg, Mann, du Ratte. Ich bin erst dazukommen. Was wollt ihr eigentlich? Geh weg, Ja, Mann. was wollt ihr denn eigentlich? Ja, ich Geh weiß zu eigentlich, deinem Verlies, du Ja, dann Mann. frag mal Weg, du deinen verliebte Dummkopf-Chef, Ratte. warum ihr hier seid, Mann. Verzieh dich einfach, Bro. Verzieh dich. Okay, verzieh dich. Ich tue jetzt Fake-Funk. Sag so, ey, Loris. Ich tue jetzt Fake. Er schreit dich. Red nicht so laut. So dumm. Er ist so dumm. Digga, was hat der für einen geilen Peak? Er sagt verhandeln, schon zu spät zum Verhandeln. Ich will jetzt auch ein persönliches Problem haben. Digga, Raphael. Danke dir wieder für deine 10 Zackes, Alter. Jetzt für deine 15. Kurs. Verhandelt wird nicht mehr. Irgendwann sitze ich in ihrem Wohnzimmer. Das müssen wir echt mal machen. Danke dir, Raphael. Digga, irgendwann mal stürmen wir die Bundeswehr, sag ich euch so wie es ist. Kann nicht sein, dass die uns jedes Mal stürmen. Ja, komm jetzt. Hörst du die? Ich hör 3 Schritte. Ich glaube 3 Leute. Jetzt kommt. Langsam müssen die kommen. Hörst du die Schritte? Ein bisschen, sehr leicht. Es müssen 2 oder 3 Leute sein. Und wo krieg ich einen Crosshair, Mann? Wie krieg ich sowas in GTA? Ich hab keine Ahnung, Chat. Ich muss nur 2 oder 3 Leute kommen jetzt. Pass auf. Ja, die Posi ist krass, Chat, Mann. Kann man Crosshair einstellen? Ein Dings in GTA? Chat? Aber ist das erlaubt auch? Als sie uns geradet haben. Ich stand hier allein, die konnten nicht rein. So, OP. Wir sind halt zu viert noch im Raum. Reshade? Wir haben eine Pump, ne? Muss aufpassen. Aber muss ich mal gucken. Bringt das denen nichts. Nee, auf die Distanz bringt das gar nichts. Also, haben da du, keine kriegst Schaden, aber, du kriegst Schaden, aber du stirbst nicht davon. Ja. Hast du noch voll Leben? Ja, ich hab bis jetzt keinen Schuss abbekommen, Bro. Noch full. Hä, wie? Ich hab bis jetzt nichts, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel hab ich da getötet, man? 5, 6 liegen da locker, ne? Naja. aber die Stelle, wo du stehst, ist auch richtig ja, krass. Ja, die ist krass, du hast keine Wie Chance. Sieht's bei mir aus? Jamal, aber Jamal ist direkt gestorben, Digga. Dame. Jamal hat erst den Schuss in den Kopf bekommen. Nach vorne gelaufen, Digga, der ist echt reingelaufen, das war dumm von ihm. Ich glaube, jetzt kommen die. Ich verstehe auch nicht, warum Bundeswehr da ist. Pass auf. Okay, dann wissen wir jetzt wenigstens, wir wissen jetzt wenigstens, das Fenster hält auch eine Minigun aus. Nee, lel. Ja. Guck mal ins Fenster und mach mal so ein Fuck you. Warte. Raphael, Nein. Chill doch. Ich mach den hier. Einfach Fuck you. Danke dir für deine 25 Subgus jetzt, Digga. 40 Subgus einfach rausgehauen. Dicke Liebe in den Chat. Alter, wie viel ich frag mich, wie viel halt noch draußen sind, ne? Das ist das Ding. Groß, Digga. Ich mach da draußen stehen. Warum kam ich werde heute aber nicht so lange machen. Warum kommt ihr alle? Warum stehen? Wo Chat, warum kommt ihr alle? Ein Rohrhard? Wo ist Rohrhard? Hier ist der Link von Frank. Der ist tot, ne? Der ist direkt gestorben, glaube ich, draußen. Der war draußen. Ich sag mir so lange, Digga, schon wieder 5 Stunden live. Wenn die mit Schild kommen, ne? Yeah. Ja, was für Schild? Moin, ich hab Batzi geschickt. Einsatzschild. Haben die Einsatzschild? Ja, das ist Frank. Ich glaube schon. Ich habe noch nie ein Einsatzschild gesehen. Ich glaube, Bron hat es mir mal erzählt. Aber wenn die kommen mit Einsatzschild, schieß nicht auf den mit Einsatzschild. Schau über ihm. Weißt du, was ich meine? Ja. Digga, als wenn die mit Einsatzschild kommen. Ja, der mit Schild ist ruhiger, ich weiß auch, Bro. Brownie Brown. Nothing. Du. Komm doch. Ich bin vor 2 Minuten dazugekommen, bei 3 Minuten. Einer muss, Digga, wenn die Schild haben, müsste einer da hinten chillen. Einer müsste da hinten chillen. Dass wenn die mit Schild durchkommen... Jetzt auf, in meinem Haus sagst du zu keinem halt die Fresse, Mann, hast du das verstanden? Ja, ist so. Das ist mein Haus, zu meinem Member sagst du nicht halt die Fresse, Homie. Wenn ich mit Bull rede, dann... Ach komm, halt's mal, Bro. Ach, geh einfach weg, Mann, du Ratte. Verzieh dich. Sei ruhig. Jetzt sei ruhig, sonst kannst du nichts anderes außer auf meine Gangmember geiern, ne? Ganz Tag auf Lina geiern, Homie. Denkst du, ich krieg das nicht mit? Ach, Bro, gar nicht. Ja, gar nicht, Digga. Komm, du holst dir auch die nächstbeste, weil du Lina nicht abbekommen hast. Bundeswehr, wir beide gehen auf Streif heute. Hä, wirklich? Ja. Komm, oh mein Gott. Wo bist du? Was geht, Digga? Erzähl mal. Das ist Brown, Mann, da draußen. Ich provoziere Brown ein bisschen. Er ist so abgefuckt, ja. Boah. Ich hoffe, die stürmen jetzt. Ich kann die Bewusstlosen fucken müssen, ne? Verstehe nicht mal den Sinn hinter der Razzia, ne? Ich auch nicht. Das macht keinen Sinn. Ich verstehe echt nicht den Sinn hinter der Razzia. Und ich sag euch so, wie es ist, irgendwann mal machen wir eine Razzia einfach mal bei der Bundeswehr. Wir reden am Lager vor. Und wenn die sagen, was wir für ein Dings. Der Löwe ist unbefriedigt und dachte, kommt jetzt mal rein. Ja. Kann auch sein.
Das macht ehrlich keinen Sinn. Also, oh, macht auch keinen Sinn. Passiert. Digga. Mach, ist doch nichts passiert. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, ich bin hier zu Hause, Mann. Ihr könnt halt warten. Ich hab hier Toilette, Küche, Mann. Webergrill, danke dir für deine 10 Subs, Bro. WhatsApp-Nachricht schreiben, dass sie uns Kuss geben, wenn wir schreiben, dass wir uns rechnen sollen. Nee, das macht deine jetzt wird's Mutter respektlos, Mann. Ja, jetzt gehst du auf Mutter schon, Mujo, Mensch. Ja, wer geht denn hier auf, wer wird denn diskriminiert gegen Frauen, ne? Oh mein Gott! Sato, danke für den Plan. Und Bladplay Gaming, danke für deine 5 Subs. Ja, ja. Denkst du, ich kann kurz Kopf? Ja, geh. Aber schnell, ein paar Minuten kannst du. Ein paar Minuten halte ich aus, paar Minuten halte ich aus. Ja, okay. Okay. Wir kommen hier nicht rein, Bro, die werden nicht rein. Ey, was das? Deren Sinn ist, warum die überhaupt so eine Scheiße durchziehen. Was wird das? Danke euch. Ja, Digga. Ja, wenn ich das überlebe, ist dieser Brown tot, weißt du, ne? Wir ficken den, Digga. Hey Chat, danke für die ganzen Verluste, die gerade reinkommen. Oh, ich schnapp dir Bock. Guck, der Schild links, das weiße. Mit diesem Safe mindestens 2, wenn nicht sogar 3. Ich hör das raus. Soll ich seinen Stream lauter machen? Die sind so dumm, die schießen nicht gegen Scheiben, was nicht. Nein, die so dumm. Die müssen in dem Gang sein. Schießt. Die sind wahrscheinlich im Gang. Und ich glaube auch, dass einer unter uns ist und uns zuhört. Warte, ich schick mal ein Bild. Siehst du dieses Never Give Up Your Dreams? Ja. Lina? Ja. Hier an der Wand steht Never Give Up Your Dreams. Ich schick mal davon ein Bild zu Braun, ja. Kann man Bilder schicken? Lel. Schick ihn. Ich mach ihm ein Bild von diesem Never Give Up Your Dreams. Wo ist denn der? Fotose. GPS schicke ich ihm auch noch. Seit wann kann man Bilder machen? Red Tap, Kursmann, danke für die 8 Subgifts bei Frank. Red Tap, danke für die 8 gifted Subs, Bro. Wieder am Durchtrennen. Danke dir, Red Tap. Vielen Dank. Noch die Polizei oder was? Yosid steht auch draußen. Anscheinend gerade halt kompletter Start gegen uns. Stop, ja, das ist ja. Cherry, danke für deinen Prank. Hier ist das ja so, dass. Auf, jetzt, trau dich doch mal hoch mit deinem frechen Arsch und lass mir die Sache hier beenden, mal schnell. Ihr oder wir? Weiß ich, was das soll, Bruder. Also, ihr mit was ist denn passiert? Gar nichts ist passiert. Als ich nicht da war. Gar nichts, null. Nichts. Bruder, wir sind ja direkt reingestimmt, weißt du, wie ich meine? Deswegen Frau Lörres von vorhin wetten. Meinst du wegen das mit, was sie mit mir besprochen hat? Ja, genau. Weil sie da unzufrieden rauskam? Ja, Frau Lörres ist korrupt und dann macht sie so. Digga, was ist passiert? Jungs von uns haben gestern geschossen. Mein PD und die hat mir gesagt, ich darf die mitnehmen. We have 3 Pusher and you're doing nothing. Digga, was machen die denn jetzt da? Julio, sagst du, die ganzen korrupten Cops versammelt in meinem Treppenhaus? Was machen die denn jetzt da? Von Brown bis hin zu Lyris. Alle korrupten in meinem Treppenhaus? Ja, genau. Perfekt, Mann. Hey Frank, ich hab ne Idee. Yo, Frank, hörst du mich, Digga? Marcel, komm nicht hoch, Homie. Nicht du, Digga. Robin, denk dir das nicht. Hoch, nein. Dich ab, Digga. Okay, nein. Marcel, warte doch. Marcel, Hände hoch. Du bist der Einzige, der rein kann. Nur Marcel. Ich komm rein. Wie Hände hoch. Das, ja? Komm, Hände hoch, alleine rein. Ganz oben, komm rein jetzt. Oha. Da kommen mehrere, glaube ich. Wenn du nicht allein kommst, dann muss ich dich auch töten. Damit du das weißt. Na, safe, er kommt nicht alleine. Warte, sei ruhig. Er braucht zu lang. Er muss hochlaufen. Kannst du durch das ganze Haus reden? Boah, jetzt bin ich gespannt. Wo bist du, Marcel? Gib uns Updates. Ich komm jetzt hoch, Digga! Ja, guck mal, die schießen, Digga. Okay, deswegen wird geschossen. Du kommst nicht rein, deswegen Bro. Deswegen schießt du? Deswegen wird geschossen. Du kommst nicht rein. Wer schießt da? Hört auf zu schießen, Jungs! Ja, würde ich jetzt auch sagen, Digga. Kannst du, Marcel, verpiss dich. Warte kurz, Attila, warte kurz. Boah. Ich vertraue dir nicht. 3 Minuten um, ja, ich schaue mir das ja trotzdem hier an. Aber den anderen nicht. Ich kenne ihn nicht so gut. Ja, ich vertraue genau auch. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Der Tensor. Die kommen hoch, knall die ab. Die kommen hoch.
Komm Jungs, her, die kommen, hast du das gesagt? Ja, ja. Oh, let's go! Komm her. Bereit. Geil! Geil, schieß sie ab! Fick die! Ey! Ey! Bitte fick die. Ja, ich guck Frank seine Sicht. We have three pusher and you're doing nothing, man. Nothing. Die schießen linke Seite. Die lassen sich ziemlich viel Zeit, ne? Boah, die werden alle so gefickt, geil. Was ist denn jetzt? Ich weiß nicht, was sie machen, Mann. Ich weiß es nicht. Ich laufe gleich ein hier. Ich auch. Tosser liegt da, Zwergen und Silas. Exhaust ist auch tot. Dollar ist mir egal. Er kommt hier nicht rein, Bruder. Meine Jungs sind tot, Mann. Keiner kommt hier rein. Bruder, danke für die 1000 Pits. Kuss. Danke dir. Ja, Digga, Case. Es kann Brown sein, es kann nur Brown sein, so Spielerei. Danke für den Sub. Ich glaube, die wollen nicht, dass sie die Schütze haben. Ich glaube, wenn die. Ey, ich komm grad nicht mit. Sepp, danke für die. Digga, was machen die denn? Oder, aber ich sehe, ob die Tür aufgeht. Meine Tür ist. Hä, die Tür ist vorbei, mir dauert offen, ne? Da ist keiner. Nee, bei mir ist so, bei mir nee, ist nee da ist keiner hinter der Tür. Ich seh das. Da liegt nur einer vor der Tür. Ja, ja. Ey, Frank. Mhm. Ich würde gerne. Aber meinst du, die kommen jetzt. Da war einer vor der Tür. Da war einer. Okay. Da hat grad einer gepickt. Mhm. Ich würde gerne dort nach rechts laufen. Oh, was los? Ah. Ja, natürlich lebe ich, Mann. Mich kriegt ihr nicht so leicht. Wie viele leben noch, Digga? Sag ich dir nicht. Nein, weil ich zieh mich jetzt um. Diese Bastarde verweist mich vom Dietz her. Ich zieh mich jetzt um, komm dir helfen, Digga. Wieso vorhin? Ja, er geht dir helfen. So, danke für den Sub, Bro. Oh, komm hier hoch, ja? Okay, Bro, sag mir, wie viel sind noch im Haus. Okay, Mann, okay. Okay, danke dir, mach mit Maske. Sag, aber sobald du reingehst und stürmst, Bro, ich werde auf deinen Call hören. Wenn du da reingehst, stürmen wir auch von der anderen Seite. Warte, ich sag dir, was ich anhabe. Moment, Digga. Ganz kurz. Komm mal kurz alle zu mir. Warte, bleib stehen. Was machen die denn jetzt, ihr kleinen... Okay, wir kriegen das irgendwie hin. Ich gebe den anderen Bescheid. Aber es wird Hauptsache mich auf den Boden liegen lassen, Alter. Bro. Ey, hör zu. Marcel hat mich gerade angerufen, ja? Mhm. Der hat gesagt, Digga, schießt er die ganze gegen das Fenster. Der hat gesagt, der zieht sich um. Das sind noch 5 Bundeswehrler im Haus. Was macht der denn? Bad, wo sind sie? Ich bin jetzt gerade mit dem Pitbull bei Ihnen, weil ich Schüsse hier vernommen habe. Ich bin direkt gegenüber auf Privatgrundstück von irgendjemandem. Ich habe hier ein paar verletzten Polizisten. Ich brauche jetzt sofort deine Hilfe, Digga. Schnapp dir alles und knall die Bundeswehr ab. Hast du mich verstanden, Digga? Wir werden den Frank rausholen. Hast du mich verstanden, Digga? Wirklich? Ja. 7032. Ich zieh mich gerade um. Hol mich ab von der Bundeswehr, bitte. Ganz schnell, Digga. Von der Bundeswehr, die Stelle. Ich hab mich umgezogen. Hol mich ab. Komm. Brauchen Sie nicht mehr Verstärkung. Digga, was ist hier? Ich schwöre, der Typ macht auch nur Scheiße, ne? Einmal drüber. Alles okay, Kollege. Ich war gerade außer Dienst. Ja, mal danke für den Plan. Ja, hab ich gesehen. Junge. Er versucht mich hochzuholen. Hol mich ab. Mediziner für BWCOM. Hört. Wo sind Sie aktuell? Ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Habe ich noch meine Karabiner? Natürlich nicht. Ich kann ja trotzdem... Ey, Jungs!
Jungs, was passiert? Bist du drin? Ja, versuch so, wir Jungs, alle, die kurz im Krankenhaus aufwachen, nicht mehr reden. Alle, die im Krankenhaus aufwachen, nicht mehr reden. Ja, okay, dann kann ich nichts mehr machen. Ich kann an der EP-Situation nicht mehr teilnehmen. Frank, halt mich am Laufenden. Ich komme jetzt mit Mahmoud, Digga, ja? Wir snipen die erstmal alle weg. Mahmoud auch? KH4N, danke dir für deinen. Warum sollte er uns helfen? Der hat bei Marcel Subs gegeben. Ja, moin, ich dachte bei mir. Ich bin so lost. Wenn du verstehst, was ich weiß. Ich bin in meinem Kopf, warte. So. Ich gucke zu. KH4N, Digga. Danke dir für 10 gegittete Subs, Digga. Danke dir, mein Schatz. Ich frage mal. Funk. Ja, wow, so schlimm, Digga. Ich guck deinen Stream, okay, natürlich ist das okay, Digga. Das ist eine Frage. Jungs, folgt mir alle auf Instagram. Alle Zuschauer von Rohan. Real_Batzi7. Folgt meinem YouTube-Kanal. Lasst ein Abo da. Bester Mann. Twitch Prime ist kostenlos. Aber nur bei mir. Ach so! Nur bei mir! Nur bei ihm! Nur bei ihm, aha! Pfeife! Oh mein Gott! Herr Ludwig, danke für den Prime. Was ist, bin ich Bundeswehr, Digga? Ja, was ist los, Bruder? Wie willst du da 20, 30 Mann mit Töten erzählen? Hast du den Sniper dabei? Ich hab eine scheiß Pistole dabei. Ich geb dir den Karabiner, steig auf. Ja, aber wie sollen wir so 30 Stück holen? Erzähl mir doch. Wir holen die alle, Digga. Bruder, das wird so nicht funktionieren. Hör mir gut zu. Digga, was er wieder vorhat, ne? Was willst du das dann machen, Bruder? Was er wieder vorhat. Weil die Wichser so undankbare Wichser sind, Digga. Ich will denen helfen bei der Bundeswehr. Die schicken mich weg, als wäre ich ein Stück Scheiße, Digga. Weißt du, was ich meine? Das fand ich anders. Danke für deinen 200 Bits. Und ich sag's dir, wie ist es, Bruder? Nee. Aber Bruder, ich habe da alles schon beobachtet. Flops, danke dir, Mann. Unmöglich. Also ich sag dir offen und ehrlich, ich sag bei vielen Sachen, die unmöglich sind, dass die möglich sind. Aber diese Sache ist unmöglich. Wo ist dein Heli? Hast du einen Sniper? Jo, hörst du mich, Digga? Hast du einen Heli und Sniper? Nicht du, ich meine jemand anderes. Mich ja, also. Achso, sorry, Digga. Er ist bei uns einfach im Funk. Ich hab einen Helikopter, aber da müssen wir zum Hafen. Das dauert doch zu lange, oder nicht? Ja, Bruder, so geht nicht. So ja, gar okay, keine Chance. Okay. Du liegst in 2 Sekunden. Oha, bester Mann. Sag ehrlich. Ey, Frank, habt noch ein bisschen Geduld, Digga. Wir holen gerade einen Helikopter und snipen ein paar Bundeswehrler. Ey, Benny, bist du da? Busy. Komm mal in den Funk. Komm mal in den Funk. Ja, ich bin gerade wach, ja. Ding, Otto, wir haben Ratze, Digga. Komm nicht her. Du musst jeden Polizisten, den du schießt, erschießen einfach direkt. Jeden. Oh, egal. Ich hab dir alle meine Munition gegeben. Hast du Munitionskiste dabei? Ja, hab ich. Okay, kann ich mich nicht bedanken? Hab ich. Ey, bester Mann, der mir es abgeschenkt hat. Ey, willst du meine Meinung hören? Ja. Willst du wirklich meine Meinung hören? Sag, Digga. Scheiß auf die Bundeswehr in einer Hinsicht, dass du so mit denen so mäßig mit denen befreundet bist. Aber scheiß nicht auf den du auf die schießt. Ich sag dir ehrlich, weil die werden das herausfinden. Du weißt ganz genau, die werden herausfinden, dass du das bist. Die können mir einen blasen, Digga. Die werden das nicht herausfinden. Nee. Die werden das herausfinden. Bruder, wir müssen jetzt Frank da rausholen. Ja. Das ist mir wichtiger. Digga, du holst Frank da raus. Danke ich hasse diesen Platz. Ich sag dir ehrlich, ich mach's nur für dich, damit dir nichts passiert. Ich hab dir schon gesagt, dass du helfen wirst, Digga. Der Frank meinte, warum sollte Mahmoud uns helfen? Dann habe ich gesagt, lass dich überraschen, Digga. Ich hab... Warte, ich guck mal bei Frank. Wird er gestürmt? Ich könnte mit Revolver. Nein. Der ist tot. Nein, wir brauchen nicht hier. Man darf seine Position nicht ändern, wenn es gut läuft. Ey, Frank, ganz ich wichtig. Hab ein paar Positionen. Ich schieße über deinen Kopf. Attila, die mich genommen haben, ne? Das war einer, der hat den grünen Barett an. Sehr gut. Ja, Bruder, dann steig. Dann hol den Heli trotzdem. Hol den Heli trotzdem. Sind dann drinne, in der ersten aber Tag. Scheiß auf den Sniper. Bevor du einsteigst, gib mir Munitionskiste. Moment. Achso, stimmt. Was hast du denn für eine Waffe? Die hier. Boah, die ist krank.
ist krank. Oh, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, ne? So, ich bring dich jetzt an den besten Ort und wie. Ich hoffe, du hast einen Fallschirm dabei, Digga. Ich hab einen Fallschirm, natürlich. Alles klar, ich hab auch einen dabei. Okay, so. Wir gehen jetzt dahin. Okay, ich steck dir nur den Rücken. Mehr mache ich nicht, sag dir ehrlich. Okay. Sobald die Platz da sind. Wir haben Helikopter, wir sind jetzt wieder bei euch. Hat Mahmoud echt krankes Aim? Ich weiß es nicht. Die stehen jetzt alle bei euch vor der Tür schon, oder was? Oben. Ja, da sind ungefähr 3-4 Leute bei uns im Vorraum. Zweite Stockwerk. Oder aber ich glaube, du checkst echt nicht. Ja, hat Mahmoud doch selber? Was check ich nicht, Digga? Oder da sind gerade über 40 Mann von denen. Wie willst du da was? Die snipen. Guck mal, die sind auf den Dächern schon zum Snipen. Wo rufst du die? Welchen Dächer? Zeig mal. Diese rechte Dach, glaube ich, da. Nee, da ist keiner. Doch, gegenüber von dem Blatt sind die auch auf dem Dach. Nee, da ist keiner. Hörst du mich noch? Nee, hast du Kopfschmerzen, Digga? Ich sing ihn mal, Digga. Nee, hast du Kopfschmerzen? Oder ich glaube, du musst gleich rausspringen, ne? Kann sein, dass ich... Ey, du! Boah, sein Stream leckt krass. Hast du gehört? Ja, geht's jetzt. Noch? Ah, jetzt. Jetzt. Ja, okay, Digga. Schau mal, siehst du da, wo die Blatt sind? Oh, ich seh's. Warte. Genau vor uns jetzt, dieses Dach. Gegenüber von den Lighthouse. Ja, okay, kein Problem. Dann lass uns das Gebäude kurz stöbern. Wir sind maskiert, wir können schnell hochrennen. Oben bei denen im Zeitstock sind nur 3 Bundeswehrler. Okay, wir werden beschossen. Ohne Spaß? Ja, hä? Wir werden beschossen. Ey, abgestürzt. Wer stürzt ab? Mein Linkspfeifer. Nein. Oh mein Gott. Er hat noch geschafft. So, 2 sind direkt vor uns. Bei 5M ist abgestürzt. Jungs, unser Helikopter ist abgestürzt, Digga. Die haben auf uns geschossen. Ja. Also wir kommen hier nicht raus. Aussteigen, vor der Tür. Aussteigen und Hände hoch. Oh mein Gott! Die werden ihn eh finden. Sagt, 5M ist abgestürzt. Ja! Ja? Nein. Wie läuft's bei Frank? Ich mach mal Dings auf. Eieiei. Hilfe. Frank aimt seit 30 Minuten im gleichen Spot, ist doch auch schlau. Er ist ja immer noch nicht tot. Chat, ich bin einfach der Five-Hettler, ich sag's euch, wie es ist. Can you stop? Mein TS ist nicht auf, nee. Marcel, danke für den T1. Yo, Frank. Ja, Bro? Ich hab's überlebt, ich bin gerade im Gebüsch. Okay. Neuer GTA-RP Reaction-Boss, da sehe ich mich. Ich muss einfach gar nichts machen, ich hänge hier die ganze Zeit. Ich mache einfach nur die ganze Zeit, sitze hier und guck durch die Streams, was passiert. Da sehe ich mich. Ich hab keinen GPS-Chat. Olaf Toast. Und warum Ihre Bundeswehr jetzt bei mir zu Hause meine Leute abknallen auf einmal? Ich bin gerade erst in den Dienst gekommen und wurde mir hier gesagt, hier eskalierende Schießerei an bei dem Platz. Ja, ich sage immer, was passiert ist. Ich saß am Lagerfeuer, kam ein Wasserwerfer und dann sind die Jungs reingestimmt. Also mir wurde gesagt, man hat mit euch kommuniziert, gesagt, ist Razzia, ihr habt die Möglichkeit euch zu ergeben und ihr habt direkt das Feuer eröffnet. Also uns wurde direkt mit einem Wasserwerfer geschossen, da gibt es nichts mit Reden, denke ich, oder? Wenn man reinfährt und direkt Wasserwerfer rausfahren, mit einem Wasserwerfer schießt. Keine Ahnung, ich kann ja nur das sagen, was mir gerade gesagt wurde. Ja. Deswegen rufe ich sie ja gerade an, damit ich dann auch Informationen von der anderen Seite bekomme. Ja, wie gesagt,
Eurem, die Hälfte von ihm liegen, glaube ich, die Hälfte von mir liegt und ja. Mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen. Los, ruft mich gerade an. Mhm. Pass auf, dass er dich nicht abhängt. Nee, ich gehe auch nicht mal an Telefon. Ja, Mor, danke dir. Kann auch nicht jetzt telefonieren, Digga. Ja. Wir wollten vorhin reden. Irgendwas haben wir gesagt, verpisst euch. Eieiei. Toast seinen Stream aufmachen, stimmt, Digga. Richtige Konferenz hier. Was passiert? Zu spät zum Reden. Ja, er ruft gerade Frank an. Hm? Was bei Dings liegt immer noch im Busch? Hm? Okay, was läuft bei Frank? Genauso. Frank ist immer noch am Spot-Up-Aim. Was läuft bei Dings? Kommen noch ein paar nach, glaube ich. Ja, ich höre es. Aimt auch noch so ein Spot-Up, sehr stark. Hey, Jungs, seid ihr noch am Leben? Danke für den Sub. Drei Leute sind wir noch. Sehr stark. Wir sind noch zu dritt bei uns. So. Digga, ich bin aufgewacht, ich wurde ins Polizeiauto gesteckt. Ich hab nicht mal Handschellen an. Ja, ich weiß, sehr genau. Tor bei Frank? Tor bei Frank? Ja, sehr genau. Nee, kein Tor. VAA hat zurückgenommen. Oder hier sind noch zwei. Ja, warte, Marcel ist da. Marcel kann dir helfen. Ey, Marcel, bist du draußen? Ich sperre euch gleich das Auto auf. Ich bin im Gebüsch 10 Polizisten umzingelt. Die sehen mich hier gerade nicht. Oder wenn du irgendwie. Ey, Jungs, ich kann auch kommen. Ich kann auch. Hier sind noch zwei von der Pool und einer von der Bundeswehr. Also drei Leute noch. Ihr müsst draußen aufbleiben und dann hier reinstürmen, Mann. Das ist das Wichtige. Sparta? Genau. Steht vorm Dings. Sparta geht durch. Irgendwas machen die, sehen. Hier ist. Olaf, du musst mich hier rausholen, Digga. Hör mir gut zu, ja? Hör mir gut zu. Ich war als Bundeswehrler auch da. Hier ist eine Razzia gegen die Platz, ja? Aber die Bundeswehrler waren wieder respektlos gegenüber mir, ja? Die haben mich nichts machen lassen. Die haben mich weggeschickt. Ich habe mich jetzt privat angezogen und versteck mich im Gebüsch. Sobald mich einer von der Bundeswehr oder Polizei mich hier im Gebüsch jetzt sieht, werde ich sofort sterben. Die knallen mich einfach ab. Die knallen hier jeden ab. Ich bin bei der Platzhut, wenn du weiter hochfährst, ja? Wenn du durch die Platzhut weiter hochfährst, geradeaus, dann bist du irgendwann an einem Zaun. Hinter dem Zaun ist ein Gebüsch. In dem Gebüsch stecke ich. Du musst mich hier abholen, sonst sterbe ich. Moment. Ich stehe jetzt hier gerade direkt vor dem Tor. Oh. Kannst du bei Frank wird geschossen. Du koordinierst mich, ich komme zu dir. Boah! Die sind neben mir, ich muss leise sein. Oh! Ich muss leise sein, die sind genau neben mir. Die sind neben mir. Es wird geschossen. Es wird geschossen. Olaf, bitte. Frank hat 2. Hier im Gebüsch. Bitte. Frank hat 3. Digga, wie viel schocken die? Hier hoch. Drei Bundeswehrler und ein Polizist bei mir. Noch ein! Digga, Frank fickt sie alle! Das ist nicht sein Ernst. Einer ist im Bad. Eieiei. Oh mein Gott, er hat seine Mutter gefickt! Er hat die alle rasiert. Einer ist noch links. Einer ist noch da rechts. Ey, die haben uns gestimmt. Es leben nur noch zwei. Helf mal. Er hat die gefickt. Bin auf dem Weg, Mann. Oh mein Gott. Er hat die alle rasiert. Er hat die alle gefickt. Er hat die alle gefickt. Zwei Leute noch. Digga, es ist so spannend. Ich kann nicht mal reden. Sehr gut. Er hat kein Leben mehr. Er hat noch einen! Hab noch einen. Nur noch den Bart. Da rechts war doch noch einer, oder nicht? Ein Pol ist auch noch vor dem Vorraum.
Digga. Die Blatt schießen besser als die Bundeswehr. Ich schwöre. No cap. Marv, danke dir für deinen 6 Monate voraus. Er hat nichts mehr, er hat nichts mehr. Mujo. Ja, Bro. Hab dich geliebt. Seite an Seite. Hab dich geliebt, Bro, weiter. Nuts! Der ist direkt hinter mir. Digga, wie viele hat er geholt? Oh mein Gott, sind die schlecht! Ehre genommen. Ehre genommen. Voll ein die Ehre genommen. Frank, lebt ihr noch? Ja. Es leben, glaube ich, nur zwei. Wir haben fast alle getötet. Digga, sind die scheiße. Sergen und Marcel sind noch am Leben oder sind die schon tot, Digga? Ja, hier im Haus sind noch welche, Mann. Einer ist einfach im Bad. Was läuft bei Marcelis? Die laufen gerade dahin. Ah. Oh, wie hat er mich bekommen? Fuck. Hey, rüber zu Mujo. Mujo ist noch am Leben. Ich hab so rasiert, Chat. Was ging ab, Alter? Wir haben so rasiert. Wie viele seid ihr noch? Ey, Marcel, kannst du mich hier irgendwie rausholen? Ich bin im Kopf. Rüber zu Simon. Warum leckt dieser Stream? Hä? Von wo? Ah, Pam. Guck mal, wie viele das noch sind, angeblich. Wir haben sie, wir haben alle geschafft, wir haben alle. Digga, wie er sich freut. Digga, ihr seid mit 50 Leuten draufgegangen, Idioten. Mich dich ins Gaskabel. Ganz links, Marcel, ganz links. Guck mal, die sind 100 Leute. Die sind 100 Leute und freuen sich so hart. Wie peinlich. Ich schwöre, aber real talk, wie peinlich. Oh mein Gott. Die sind 100 Leute und freuen sich so hart. Hä? Können auch die Polizisten mitkommen? Digga, wir haben die Ultra gefickt. Hier, das haben wir mit denen gemacht. Wir haben die Ultra gefickt. Ja, wir haben die, also, weiß nicht. Frank allein hat 15 geholt oder so. Was? So, bitte erstmal Erstversorgung starten. Ich brauche keine Platz, um abgemacht zu werden. Werde von Kollegen umgebracht. Ach, umgebracht. Ja, Bro, generell finde ich das eh scheiße, dass die drei Fraktionen, Justiz, Polizei und Bundeswehr, auf eine Fraktion gehen dürfen. Wir haben euch so auseinandergenommen. Ja. Alle, oh mein Gott. Real Talk. Die freuen sich wie kleine Kinder. Real Talk. Hier, obwohl Digga, wenn es so gehen würde, stell dir vor, Lost, Platz und irgendwie eine Mafia oder die Hustlers würden gegen nur die Polizei was machen. Digga, die werden safe gefickt. Toast ist sauer. Soll ich dir die Wahrheit sagen, Digga? Weil ich zum letzten Mal zum Schuss gekommen bin. Wirklich die Wahrheit, Digga. Okay? Ob du es mir glaubst oder nicht, wirklich. Walla Bila, das ist die Wahrheit, ja? Vor 5 Wochen, Digga. Ach du Scheiße. Ja. Du musst ja schon Eier haben wie Herkules. Nee, also nicht so zum Schluss. Ach so. Du weißt, was ich meine. Ja. Wenn es danach geht, dann vor 2 Stunden, glaube ich. Digga. Du weißt, was ich meine. Ja. Junge. Ah. So, jetzt müssen wir gucken, wo ist jetzt dieser Kollege? Weil innen drin kümmern sich jetzt die Mediziner. Die Beamten hier braucht ihr Verbandskästen. Hoffentlich können die Mediziner da jetzt noch irgendwas erledigen. In welchem Polizeiauto sitzt der Typ ist jetzt? Wozu du auch, Mann? Hier in dem hier? Frank hat echt alle gefickt. Weiter. Ach so. Ganz hinten. Ach, der da ganz hinten. Der Geländewagen oder was? Genau. Okay. Jeden Tag eine neue Herausforderung, Heeres. Ja, und das immer ohne sie. Digga, ich sag euch ehrlich, ab sofort, wenn ich tot bin, ich mach einfach den Watch-Party-Boss. Was sagt ihr dazu? Bin ich halt tot, switch ich halt ein bisschen rüber. Und wenn ich lebe, dann lebe ich. Digga, RP ist so geil, du kannst einfach alles machen. Wenn du tot bist, du guckst einfach bei den anderen, kannst halt die Information nicht weiter benutzen, so. Aber trotzdem. Und du bist oft tot? Nee. Das ist nicht true. Das ist nicht true. Mal gucken, wir haben Frank. Rüber zu Frank. Can you stop? Danke dir, Book.
zwar auch ohne Waffengewalt klären können. Du hast hier nichts zu sagen. Der eine hat mich sogar aus der Bundeswehr mit einer grünen Käppi hier. Ich glaube, der Wichser war das. Ja, du bist jetzt nicht mehr bei der Bundeswehr. Ich nehme dir dein. Er kommt, er sagt, der Wichser war das. Was sind das für Wichser, Digga? Ich verstehe das gesagt. Irgendeiner hat gesagt, wenn sie so weitermachen, können sie ihr Barett abgeben. Nee, hast du nicht gesagt, Digga. Du hast gesagt, dein Barett ist schon weg. Bist du das mit den zwei Mädchen gewesen? Ja oder nein? Ja. Ja, dann warst du das, du kleines Arschloch, Digga. Hast du mir. Schwör bei deiner Mutter, Digga, dass du nicht zu mir gesagt hast, dein Dienst, dein Barett bist du los. Schwör bei deiner Mutter, Digga. Wie gesagt, ich habe, ich zitiere, ich habe genau gesagt, wenn sie so weitermachen, verlieren sie ihr Barett. Dann können sie ihr Barett abgeben, habe ich gesagt. Puh, du Lügner, Digga. Ja. Leute, jetzt gerade haben wir ein anderes Problem. Ja. Wir brauchen einen Officer. Geil, Digga. Da ist ein Haufen Verwundete rum. Wo? Da drüben, auf der anderen Straße, sehen Sie nicht den Herrn? Da. Weil da ist jemand in der Karre, mit dem will ich mal quatschen. Aber hat der wirklich das gesagt, was Marcel Heeres gesagt hat? Noch irgendwo Verletzte oder? Fragen Sie mich nicht, keine Ahnung. Ich bin auch erst vor 5 Minuten hier hinzugestoßen. Okay. Ich, ja, gottlos, Digga. Er hat auf seine Mutter geschworen und hat gecapt, Digga. Stell dir mal vor. Moin. Ja, salutieren Sie nicht. Grüße Sie. Würden Sie einmal da drüben in dem Polizeifahrzeug, ist jemand festgenommen worden. Ich möchte mal eben ein Gespräch mit demjenigen führen, mir den Herrn einmal aus dem Fahrzeug zu holen. Wird gemacht. Wunderbärchen. Guckt er in seinen Chat? Geht's ihm gut soweit? Guckt er in seinen Chat? Ich bin gerade mit dem Heli abgestürzt, weil ich Kopfschmerzen hatte, aber... Ei. Ich hoffe, ich darf das. Also wenn man halt mit einem Undercover-Wagen jeden Einsatz anfährt, dann ist der halt nicht Undercover. Dann mach ich einmal die Tür auf. Aber geht auf jeden Fall rüber zu Sparta und lasst den Liebe da. Für diesen Server, für diese geile RP-Action, er ist der Admin von diesem Server. Und er ist hier für, Das ist Sparta, sein Link geht rüber zu dem, lasst dem Liebe da. Für die ganze Dings. Und ich muss ehrlich sagen, hier drin stinkt so nach Scheiße. Ich kann nicht raus. Gönnt ihm Liebe. Gönnt ihm Liebe den. So, der hängt sich wirklich rein und macht immer was. Oh, perfekt, wirklich. Schlösser klemmen wieder mal. Nee, jetzt rein. Liebe von Rohr, Chat. Liebe an Rohr zurück. Also, es reicht langsam. Wir brauchen, glaube ich, eine ADAC. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen weg von der Tür. Was sind die für Bims? Perfekt. Frag mal. Nee, ich glaube, es wird heute nicht so. Ah. Kommen Sie raus. Endlich. Grüße Sie für Sterne Generators. Ja, kannst du machen, so King, Digga. Er gibt mir sogar die Erlaubnis, Sie, Chat. Rennen Sie sich. Ich mach ab jetzt den Watch-Party-Boss in LP. Endlich. Stehen Sie auf. Ja. So, jetzt erklären Sie mir mal bitte im kompletten Zusammenhang, was ist jetzt hier genau vorgefallen? Diamor, danke dir für den 5 Subs. Ich habe gerade mit Frank telefoniert. Wie heißt er? Ja. Habe ich jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm. Was ist hier jetzt genau vorgefallen? Marcel und Herr Toast würde ich gerne kurz an die Seite bitten. Ja, natürlich, kein Problem. Stop pingen, das Alltime, das Tunnel. Danke dir. Hey, Grid. Yo, sorry. Also, ich sag euch ehrlich, ich hab keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich war kurz frühstücken, bin ich hier wieder aufgewacht, da vorne. Dann wurde mir gesagt, hier passiert gerade eine Razzia. Ist jemand? Ich war gerade noch mit der einen Hand am Hoden. Und wurde von meiner Couch gejagt. Ja, so funktioniert ja auch eine Razzia, Digga. Dann, wenn du nicht damit rechnest. Aber warum ist das hier... Können Sie mir irgendwie sagen, warum das hier zu einem Schussgefecht gekommen ist? Weil ich hab irgendwie... Also das ist vielleicht jetzt nur eine Vermutung, aber wäre ich vorher im Dienst gewesen, glaube ich, wäre das hier nicht in ein Schussgefecht geändert. Ja, das glaube ich auch nicht, weil ich sage Ihnen so, wie es ist. Die haben da ein, zwei nicht so kompetente Kollegen. Sage ich Ihnen ehrlich. Also, einige, Digga. Ich habe den auch angeboten. Okay, ich habe einen niedrigen Rang, Digga. Ja, verstehe ich, Digga. Ich habe aber gesagt, ich kann mit Frank das klären. Nee, die Barrett ist da auf dem Dienst weg. Ja, leck mich am Arsch. Du gehst jetzt wieder zur Bundeswehr. Ach,
Arschlöcher, Digga. Ich könnte die so wegschattern, Digga. Ich bin so sauer. Und ich sag ihn ganz ehrlich. Ja, jetzt also, haben wir 10, 20 Tote, Digga. GG, ja, Digga. Genau, meine Brüder sind gestorben, ihre Kollegen sind gestorben. Das hat doch jetzt nichts gebracht. Zu nichts geführt hier. Das kann doch nicht sein, dass es jedes Mal so endet, wenn sie nicht einmal da sind. Okay, okay, okay. Ja, das ist sehr merkwürdig. Denn ich bin in den Dienst gekommen, bin in den Funk gegangen. Mir wurde direkt hier übermittelt, dass hier wieder eine Schießerei an der Blatzwurt ist. Bin direkt vorbeigekommen, sehe hier einen Dingo. Sehe hier einen Wasserwerfer. Und hier dieses andere komische Ding da, was da vorne. Ich glaube, ein M-Rap oder sowas ist das. Ja, ich habe keine Ahnung von diesem. Sagen einfach letzte Überlebende bei dem Platz, kannst du nicht ausdenken. Kuss, hätte ich schon alles gut gemacht. Ehrlich, danke schön. Aber ich habe es nicht gemacht. Warum hat er so viel Geld? Weil er Admin auf dem Server ist? Weil ihm die Bundeswehr gehört vielleicht? Und er wahrscheinlich am meisten zockt. Aber ich habe immer auf sie vertraut, ja. Dass sie das regeln können irgendwie. Aber anscheinend ist es jetzt schon zu spät. Problem ist, bin ich nicht da, kann ich nichts regeln. Ne? Ja, das weiß ich. Ich wusste nicht, dass sie nicht da sind. Ich brauche noch. Das ist sehr problematisch. Ich wusste auch gar nichts von einer Razzia. Das heißt, es muss relativ zügig passiert sein. Ich wusste es auch nicht tatsächlich. Also, da kommt es eh zu keinem Ergebnis. Irgendwie ins Krankenhaus bekommen. Also Dings, Toast weiß nicht, was da abging, die wissen nicht, was bei dem abging, so. Schussweste ausziehen, bitte? Hier, ich zieh meine Schussweste aus. Gut, ihr braucht auf jeden Fall ein Oberteil ausziehen, bitte. Ich leg mich kurz hin, ja? Setzen, bitte. Setzen? Ja. Kannst du dir das an der Brust anschauen? Ja, mach ich. So, linke Oberarm, oberhalb der Brust, glatter Durchschuss. Aber ich muss ins Krankenhaus, oder? Ja, klar, muss ins Krankenhaus, das ist ganz wichtig. Okay, Mann. Nein, er hat. Ich mach dir erstmal einen Verband drauf. Ja, okay, sorg dafür, dass ich ins Krankenhaus komme, Bro. Auf jeden Fall. So, kannst du wieder anziehen, bleibst du hier stehen, ich sag Bescheid, ja? Was meinst du für Kapung, wofür? Alles gut. Was geht jetzt ab? Genau. 96. Der Toast. Den brauche ich auch einmal zum Gespräch. Ja, okay, yes. Ha? Zu mir schon mal weiter auf Streife fahren, wenn ihr hier alles im Griff habt? Oder so, ihr unterstützen? Nö, ihr könnt wieder auf Streife, ist ja kein Thema. Soweit ist ja alles. Deshalb frage ich extra vorher. Einmal mir folgen, bitte. Achso. Also, ihr könnt in der Nähe bleiben und sichert ab, bitte. Das heißt, sie nehmen den jetzt mit, oder wie? Nein. Ich will einmal hören, was hier genau passiert ist. Ja, eure Seite habe ich gehört, ich will jetzt deren Seite einmal hören. Alles klar. Wir werden außer Gesprächsreichweite bleiben, aber einfach ein Auge haben, ja. Can you stop? Eddie, danke für den Prime. Was macht Batzi? Der ist da vorne. Ich schwöre, richtiger Film, Alter. So. Was passiert hier? Ja, Ujo? Das frage ich mich. Wer ist dahinter? Was? Wer sind Sie? Ich? Ja. Hinter der Maske. Ich bin Mujo. Ach, okay, ja. Alles klar. Okay, ja, okay. Ja. Ja, konnte ich leider nicht erkennen. Wenn Sie mir die Handschellen abnehmen, kann ich die Maske abnehmen. Das ist korrekt, dass wir im Gespräch ohne Maske. Moment, ich kann Digga, nicht. Digga, wer ist Media total? Ne? Chat. Der ist doch hinten, ist doch still. Wären Sie einmal so freundlich, dem einen Herrn Handschellen kurz abzunehmen? Den wir gerade in. Genau. Ja, das wäre super. Hättest du. Ich nehme Ihnen einmal die Handschellen ab. Ja, meine Waffe kannst du mir auch wieder geben. Die habe ich leider nicht. Ja, die ist wieder verschwunden. Ja, schön. Wer hat eigentlich gewonnen? Paris oder City? Wären die nicht 30 Leute mehr, hätten wir da alle gefickt. So, ich hab, Darum geht's ja gar nicht. Ich hab mir jetzt einmal die Polizeiseite angehört. Polizei sagt 2-0 mir, Paris, Tobi, danke Polizei für deine ist hier hingekommen mit der Justiz, wollten eine Razzia durchführen. Wer hat die Tore gemacht? Mhm. Daraufhin haben wir hier, oder haben sie hier versucht, Kontakt mit euch aufzunehmen. Haben euch gesagt, ihr sollt euch ergeben. Messi?
Hier wird eine Razzia durchgeführt und ihr habt direkt das Feuer auf die Beamten eröffnet. So wurde das an mich hier gerade weitergetragen. Aber ich, für mich ist jetzt wichtig, auch mal eure Seite mir anzuhören und zu verstehen und dann daraus zu analysieren, was hier wirklich passiert ist. Okay, das erkläre ich dir mal. Also ich fange von vorne an einfach, ja? So wie das alles passiert ist. Da unten an der Ecke, ganz unten an der Ecke, steht ein BMW, was ist das, irgendein X5 oder so, richtig? Der junge Mann wollte jetzt Runner bewerben. Mhm. Wir saßen dann am Lagerfeuer und haben gerade das Runner-Gespräch durchgeführt. Auf einmal kommen sie, 77, okay. also sie jetzt nicht, sondern hier die Pole, weißt du, ich wäre mit diesem Fahrzeug durchs Tor gefahren, einfach aggressiv. Na, was machen wir natürlich? Wir rennen ins Haus rein. Mhm. Wir haben dann, ich habe sogar dann laut geschrien. Danke dir für deine 500 Bits, Jim. Kuss. Ein Crime-Schrei gemacht, dass sie sich verziehen sollen. Hier gibt's nichts. Und wir haben uns dann im Haus verschanzt. Ich habe den Jungs die Anweisung gegeben, keiner kommt raus. Weil wir wissen ja, wie sowas ausgeht, wenn gesagt wird, wir wollen mit euch reden. Also wir können nur mit ihnen reden. Danke dir. Und JP, danke dir auch. Bester Mann, Kuss. Und dann sind die natürlich ins Haus reingestürmt. Und wer bei uns ins Haus reinstürmt, bester Mann, Kuss. Das ist wie, als würde ich bei ihnen ins Wohnzimmer reingehen und würde ihre Frau anfassen. Verstehen Sie? Also wir haben uns dann in unserem Haus verteidigt. Also habt ihr das Feuer als erstes eröffnet? Nein, die Polizei hat Feuer als erstes geöffnet, weil die uns gestürmt haben, im Haus dann. Wir haben auf jeden geschossen, der im Gang auf den Treppen oder irgendwo stand. Wir waren ja bis zum Schluss, war ich ja ganz oben in dem Zimmer, im letzten Raum. Ja. Die haben jetzt auf mich geschossen sogar. Und wir haben mehrfach, auch zu Brown, mehrfach gesagt, geht. Nehmt doch die Lebenden und geht. Auch keine Reaktion. Wir haben geschossen. Und ich verstehe auch gar nicht, wieso denn hier drei verschiedene Firmen auf unser Gelände hier kommen und schießen uns nieder. Ist das so richtig? Woher soll ich das wissen? Ich bin gerade erst in den Dienst gekommen. Fragen Sie mich doch nicht so. Aber Sie sind doch der größte... Nö, aber ich bin ja hierfür nicht verantwortlich. Ja, das glaube ich Ihnen teilweise, aber Sie sind der größte der Stadt. Also richtig. Deswegen hole ich mir jetzt die Information. Aber das war ehrlich dumm von denen, oder nicht? Mhm. Die stürmen einfach und schießen dann. Nur mein Problem ist, eine Seite sagt gerade das, die andere sagt wieder das Gegenteil. Also rein theoretisch wie immer. Ja, aber wir waren doch auf unserem Boot. Danke auch für die ganze Subs. Wir haben fast 11.500, das Geist gerade geführt. Wir wollten gerade einen einstellen. Wir waren null auf Aggressivität aus. Wir haben ja gesehen, wenn wir auf Aggressivität aus gewesen wären, wären die meisten schon da gewesen. Wir hatten ja ganz viele, die waren ja nicht mehr hier. Stop pingen das Ordner. Bane, danke dir. Creative. Okay, das heißt, Moment. Ich hol mir dann mal einen Vizepräsident oder eine Präsidentin nach. Aber nicht die Frau Lörres, weil die hat das wahrscheinlich angezettelt. Ja, dann, wenn sie das doch angezettelt haben soll, dann ist sie doch gerade die perfekte Person dafür. Dazu kann ich Ihnen noch was sagen zu Frau Lörres. Ja. Die Frau Lörres war heute Mittag hier. Angeblich hätten die Platz irgendeinen Polizisten wieder in Geisel genommen, bei uns im Keller gesperrt. Ich habe dann Frau Lörres gesagt, weil ich habe ja mit ihr eigentlich guten Kontakt, sie soll hochkommen. Ja. Und sie kam auch hier hoch und dann wurde das geklärt, wird schon weil Toast bei uns hier war natürlich keiner im Keller. Und dann hat sie... Warum schießen jetzt immer noch meine Jungs über den Haufen? Digga. Da wurde geschossen. Wer was ich geschossen gesehen, hat? Ich habe gesehen, dass der Jamal gelaufen ist. Hä? Wie können Sie denn das sehen? Sie haben doch noch dahin geguckt. Ja, aber meine Brille spiegelt nach hinten. Nee, falsch. Spiegel kennen Sie nicht, diese Sie sind ein Auto. Sie sind ein Auto, kann das sein? Sie haben einen Innenspiegel vor den Augen. Nee, ich kenne sie nicht, diese Spionagenbrillen. Die gab es doch Mickey Mouse Heft, wo man nach hinten. Ach so, ja. So wie toter Winkel sind das. Ja, genau, ja. Mhm. Lassen Sie mich raten, Sie piepen auch, wenn Sie rückwärts laufen. Ich bin eine Maschine, ja. Aber piepen tue ich nicht. Okay. Maschine also, anhand Ihres Übergewichtes oder? Anhand meiner Gefährlichkeit. Okay, alles klar, verstanden. Nun zurück zum Thema. Ja. Frau Lörres. Frau Lörres, genau. Und dann hat Frank mit Frau Lörres gesprochen. Okay. Was Frau Lörres denn, weil wir was zu klären hatten mit einem Polizeipräsidenten, der mehrfach unnötig Probleme gegen uns gemacht hat und den wollte uns Frau Lörres bringen zu einem Gespräch. Chat, kein Hate gegen Platz. Das war die Meldung anscheinend. Kein Hate gegen irgendeine Gruppierung, ob es jetzt Platz sind oder grundsätzlich. Hör auf mit so einem Scheiß. Ja, Retalk. Echt, genau das, was er sagt. Okay. Ja, dann will ich Sentenza. Ja, warten Sie doch erstmal. Ich grüße Sie. Grüße Sie, rühren Sie sich. Sie holen mir mal bitte eben die Frau Lörres zu meiner Position. Ja, natürlich. Ja, danke schön. Da ist er jetzt leise, Digga. Fühl ich. Darf ich an mein Handy gehen? Gerade eben gibt er mir noch Platzverweis, Digga. Wenn ich hier... Er gibt seine Kollegen Platzverweis, Digga. Wenn ich hier bin, dann bitte. Okay. Ist gar kein Problem.
Ja, was machen die, warum... Das ist halt echt immer noch RP. Marco, danke euch. Danke generell heute für diesen ganzen Support, das war geisteskrank. Was für ein... Was? Digga, Stream für Stream immer neuer Highlight. Ich schwör's euch, danke. Ja, okay, bis später. Ja. Ja. Ja, ihr habt schon recht. Razzia ist Razzia. Da wird normalerweise auch direkt gestürmt. Aber ich weiß es nicht. Ich kann mir einfach im Moment noch gar kein Bild machen. So, was jetzt genau da ablief, das ist mein Problem. Oh, was hat Messi für ein Tor geschossen? Ja, das ist eine andere Sache. Das muss ich gleich klären. Ja. Ich hab da was, also Digga, Felix, danke für den Ziel. Guck mal. Und dann auf einmal habe ich nur gehört, wie sie zu Marcel rausgeschmissen haben, obwohl er der Einzige war, der mit uns reden wollte. Also das hätte alles... Felix, danke für den 10 Sub, Kuss. Und wollte sein Leben in Gefahr bringen, um seine Kollegen und uns zu schützen. Und Armageddon auch mit 5. Danke euch für euren Support, sagen, ehrlich. Soll gehen. Also die wollten Kuss. Alle tot sehen nur. Selbst wenn der Feind... Messi ist nicht so gut in der anderen Liga. Ja, ich muss die... Messi ist nicht so gut bei Paris. Wir haben ja noch gesagt, Marcel kann reinkommen. Wir schießen. Danke dir, Armageddon. Und ich habe dann gehört, wie sie zu ihm gesagt haben, Felix. Wir gehen. Kuss. Das ist noch nett ausgedrückt. Was du Messi da, Schrott, ja. Punkt, Digga. Ein Weltfußballer über Jahre lang. Nur das Ende war ja das gleiche. Sub only, Digga. Ich will hier nicht irgendwie... Ja. Hinter Ihnen? Vor Ihnen? Nee. Felix, danke für deine 25... Ja. Okay, jetzt ist Loris da. Felix, danke für deine 25 Subkiss. Jetzt will ich hören. Ja, ne, hey, Kuss, ihre Maske. Felix. Benjamin, du aber auch. Das ist so ein bisschen mein Problem, ja. Perfekt. Felix, danke dir. Kuss. Ja, besser ist. Das war ja... Um Gottes Willen. Teil von Bahari. Ja, das war gerade Endhari. Frau Lörres. Ja, bitte. Ich bin ja gerade in den Dienst gekommen. Kriege im Funkspruch mit, dass hier eine Schießerei bei den Platz ist. Fahr hier hoch. Erste, was ich sehe und mich direkt aus den Socken gehauen hat, steht ein Dingo. Ein Wasserwerfer und ich glaube, das ist ein M-Rap oder wie ihr das Ding betitelt. Genau. Steht hier direkt. Ja, dann habe ich mir Informationen geholt von einem Polizeibeamten, der mir sagte zu mir, dass hier eine Razzia geplant sei. Mhm. Dass ihr versucht habt, Trainer sind im Chat, ja. Die Kommunikation zu dem Platz aufzubauen, denen zu sagen, ihr habt euch jetzt hier zu ergeben, ansonsten stürmt ihr rein theoretisch, weil es ja eine Razzia ist. Mhm. Demnach sind sie dem nicht. Warum leckt es jetzt, Digga? Twitch! Gefolgt und ihr habt dann instantly das Feuer auf die Herrschaften eröffnet. Weil ich kann mir das schlecht vorstellen, weil genau das Gegenteil höre ich gerade von den anderen Herrschaften hier. Dass ihr direkt auf das Gelände geballert seid und die Herrschaften dann ins Haus geflüchtet sind, gesagt haben, ihr sollt gehen, was ihr wollt. Und ihr dann direkt in das Gebäude rein und Vollgas gegeben habt. Genau so ist es. Also wir hatten erstens mal einen Durchsuchungsbeschluss, den hätten wir natürlich dem Platz gerne vorgezeigt. Allerdings dafür hätte einer rauskommen müssen und sich bereit erklären müssen, friedlich mit uns zu reden. Wir haben auch dem Platz Bescheid gesagt, dass wir nur friedlich reden wollen, am Anfang erstmal. So sollten sie sich dagegen weigern, müssen wir den Beschuss eröffnen. Hä? Also, passiert ist nichts. Wir sind erstmal mit den schweren Geschützen draufgefahren, haben versucht, die Platz rauszulocken. Wie sie schon gerade gesagt haben, die Leute sind nicht rausgekommen. Irgendwann sind wir dann nach oben gegangen, oben sind dann mehrere Kollegen von uns gefallen, unten wurden noch welche von den Platz mitgenommen, soweit ich weiß, aber die meisten waren oben. Ja. Ich gehe gleich auch auf Chat. An sich ist das ja gar nicht schlimm, bei einer Razzia stürmt man. Da muss ja Frau Unlöres ja auch recht. Kein geben, okay? Beleidigen. Da stürmt man. Aber ich habe irgendwie keine Deeskalation. Digga, es nervt mich! Twitch! Nee. Noch erreicht der Polizist und hab ihn gefragt, was hier abgeht. Wir haben keinen Bock, dass hier irgendwelche Toten fallen. Und naja, er wusste selber nicht, was hier passiert. Ja, also Kommunikation und die Zusammenarbeit von dem Platz mit Polizei ist von uns auf jeden Fall beendet. Wir können keinen Polizei mehr vertrauen, gar keinen mehr. Mhm. Lange genug, jedes Mal wurden wir gefickt. Jedes Mal. Real Talk. Hab ich auch keinen Polizisten anrufen. Real Talk. Andere Frage, warum nehmen Sie einen Kollegen von uns hops und jagen einen Kollegen von uns? Wo denn? Sie waren doch heute Mittag hier zum Klären, Frau Lörres. Das wurde doch geklärt. Wieso fangen Sie denn damit schon wieder an? Ja, das ist doch ein ganz anderes Thema schon wieder. Warum haben Sie denn drei Kollegen von uns
Aber sie versuchen, Digga, zu rechtfertigen mit einer Aktion, die schon längst geklärt ist. Haben sie deswegen die Razzia angeordnet oder was? Nicht nur deswegen. Was ist das für eine Alert? Ich hatte danach die Bestätigung von ihren Kollegen, dass sie immer noch auf der direkt Suche wieder Kackstift einer, gekriegt, dieses Scheißhorn, Mann, so dieses Scheißhorn. Was mit dem klären wollen? Na, sie wollten ihn doch sogar noch bringen. Sie haben doch gesagt, ja, ich rufe sie an. Raul, Kuss geht raus an dich. Vielen Dank für dein Host. Genau. Willkommen an 70 neue Zuschauer. Lehnt euch zurück, entspannt euch. Heute gibt's GTA-RP. Direkt wenige Minuten im Dienst. Direkt wird stressig. Sehr schwach und finde ich auch sehr, sehr unprofessionell von der SEK bzw. von Ihnen als Vizepräsidentin oder als Präsidentin von der Polizei. Dann ist das so. Das Horn ist von Kräuterbach. Ich weiß nicht, Arturus, was sagen Sie denn dazu? Versuchen, vom was ist Kräuterbach? Definitiv. Ist einer der Justiz anwesend. Ich würde mal gerne den Durchsuchungsbeschluss? Genau, den würde ich mal gerne sehen. Mit was für, auch den Grund würde ich mal gerne wissen. Jo. Soll ich den Grund nennen, Herr Toast? Ja. Ich habe Kontakte in der Bundeswehr, in der Polizei, in der Justiz. Ich weiß, dass gestern oder vorgestern Mr. Bitcoin bei der Bundeswehr stand und hat gesagt, wir hätten einen Anschlag auf die Bundeswehr geplant. Vielleicht steht das da drinne. Ja, deswegen würde mich das interessieren. Frau Lörres, organisieren Sie mal eben bitte den Beschluss. Ich rufe mal kurz den Kollegen an, der den Durchsuchungsbeschluss hat. Angelina Anaconda? Was? Hä? Wen knutschst du denn, Hagrid? Sorry, Digga. Ich wollte den hier machen. Ach so. Wenn ihr versteht das rein. Wieso an Frau Lörres jetzt, oder was? Ging der Kuss an Frau Lörres? Ja. Bah, du eklig. Es ist nur RP, was so unsympathisch, Chat. Wenn sie unsympathisch ist, dann ist es halt so eine unsympathische Rolle, die sie spielt. Es ist ja immer noch RP so. Definitiv. Ich habe keine Lust mehr, dass wir hier dauerhaft irgendwelche Probleme kriegen, weil irgendein sinkende Kryptowährung hier Scheiße macht. Sinkende Kryptowährung. Ich muss sagen, der Herr Bitcoin hat persönlich ja auf mich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Mhm. Ich habe Ihnen was gesagt und eigentlich dachte ich, dass wir ein besseres Feld und eine Vertrauensbasis haben. Das habe ich nicht angezweifelt. Gut, die waren nämlich heute Mittag schon da und haben uns hier provozieren wollen. Wo ist der überhaupt? Keine Ahnung, der versteckt sich da in seinem halbstarken Anwesen, wo es nicht mal einen Ausgang gibt. Oben in der Schleife. Ja, hallo? Ja. Was verkaufen Sie, gepanzerte Schäfte? Im Moment noch gar nicht. Ja, für wie viel? Die gehen über 30, 25 ja, bis 30. Ja, hier ist einer für 25 im Immobilien, nämlich. Okay, ist eigentlich ein ganz guter Preis. Ist eigentlich okay. Der Preis ist okay. Ja, die Frage ist nur, ob man den gewinnbringend wieder veräußern kann. Ich persönlich brauche den nicht. Nee. Dafür ist der Preis einfach... Seien Sie gegrüßt, Generalleutnant Heuweiser. Dafür ist der Preis Samuel einfach Classic zu gut. Der Preis ist jetzt aber... Und hier sogar mehr, weil es Soft-RP ist. ...ich jetzt mal noch gut gewinnen bringen kann. Wenn der jetzt so... 17,5, 20. Hatten wir den ja noch für 40 verkauft. Ja, das kann sein. Ich muss aber jetzt hier noch weiter was klären. Ja, alles gut. Ich wollte es nur wissen. Dankeschön. Nee, ja, alles klar. Alles klar. Der bin ich schlecht drin. Ciao. Ja, bin ich schlecht drin. Da sehe ich sie voll drin. Herrn Mast. Für Sie geht's jetzt ab in den Knast. Was machen Sie denn da unten? Seien Sie gegrüßt. Wollen Sie das? Vier Sterne General Toast. Ja, grüße Sie. Wollen Sie direkt das Ding in den Mund nehmen oder was? Nein. Ich wollte nur von unten emporsteigen. Ach so, aus der Asche. Ah, natürlich. Ja, rühren Sie sich. Danke. Haben Sie einen guten Tag bis jetzt? Wenn Sie mich schon das fragen, ja? Dann ist irgendwas im Busch. Nein, alles gut. Okay. Chat, ich glaube, das kommt eh zu keinem Nenner oder Dings oder so. Ich werde jetzt sowieso offline gehen. Ich sag euch so, wie es ist. Da wird sowieso nichts geklärt. Weil da wird nur Trash gelabert dann. Da wird's zu keinem Nenner dingsen. Ich sag so, wie es ist. Aber trotzdem war es ein geisteskranker Stream. Es war trotzdem ein geisteskranker Stream, 6 Stunden live. Gestern waren es 10. Danke für die ganzen Subs, alle Leute, die da waren. Noch Entbannungsanträge. Machen wir morgen, direkt am Anfang des Streams. Ist doch geil. Danke an alle, die da waren. Wen sollen wir hosten? Wollen wir Mert hosten? Er spielt auch GTA-RP. Ihr könnt rüber zu,
zu Sparta gehen. Sparta werde ich auch helfen, immer nochmal hosten. Ihr könnt rüber zu Sparta gehen. War ein sehr, sehr, sehr nicer Stream. Ich hoste rüber zu Mert, weil ich den selber sehr lustig finde. Eid, danke für den nicen Stream. Danke an alle Leute, die da waren. Und ja, geht rüber zu den Streamer, den ihr feiert. Haut rein, Jungs. Tschüss. Danke für den nice Stream. Endlich mal anständig.